Moin, willkommen in Hamburg an der U-Bahn Sierichstraße. Hier könnt ihr einmal den kompletten Zugangsbereich sehen. Die Haltestelle wird von der U-Bahn-Linie U3, der Hamburger Ringlinie, bedient. Die Strecke führt über die Sierichstraße hinweg. Man kann hier auch zum Bus umsteigen. Allerdings muss man dafür diesen Weg am Bahndamm entlang gehen, hinten bis zur Dorotheenstraße. Hier liegt die Bushaltestelle in Richtung stadteinwärts. Auf der anderen Seite der Brücke über die Dorotheenstraße ist die Bushaltestelle für die Busse in Richtung Norden. Von unten fällt schon das schöne Stationsschild am Bahnsteig auf. Hier habt ihr die Ansicht des Bahnsteigs, wie man ihn von unten sieht. Gehen wir einmal nach oben und sehen uns ein wenig um. Nach oben geht es über eine Treppe. Hier sehen wir in Richtung Kellinghusenstraße. Der Bahnsteig ist mit kleinen Pflaster belegt. Insgesamt hat diese Haltestelle noch sehr viel vom ursprünglichen Erscheinungsbild der Hochbahnhaltestellen. Da die Hochbahn nach und nach alle Haltestellen barrierefrei ausbaut, wird sich vielleicht auch hier noch das eine oder andere verändern. Aber es bleibt zu hoffen, dass die Haltestelle noch möglichst viel von ihrem alten Charakter beibehalten wird. Wir schauen hier einem Zug in Richtung Borgweg hinterher. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Ansehen und sage Tschüss.
und bis zum nächsten Mal.